Verehrte Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich würde es versuchen, relativ knapp einzubringen, weil es zum Teil sehr spezielle Regelungen sind und es jetzt ja die erste Lesung ist. Wir schicken es also in den Ausschuss, wo dann hinreichende Möglichkeiten für die fachlich vertiefte Arbeit bestehen. Ich versuche bloß mal, den Handlungsrahmen, in dem wir uns mit diesem Gesetz bewegen wollen, aufzuzeigen. Es gibt drei in diesem Gesetz vereinte Bausteine, die nicht zwingend zusammengehörig sind, sondern das gleiche Gesetz betreffen. Der erste Baustein sind Änderungen, die daher rühren, dass die Europäische Union im Rahmen einer Richtlinie Fragen der Schiffsabfälle neu geregelt hat, die wir jetzt auch im Lande entsprechend in den dazugehörigen Bestimmungen für die Seeschifffahrt und für die Häfen abbilden müssen. Da folgen wir also einer Umsetzungsfrist der Europäischen Union. Wir haben einen zweiten großen Block, weil wir das Gesetz ohnehin wegen der Schiffsabfälle anfassen müssen, der uns seit Längerem vor Augen ist. Da geht es um die Frage, wie mit Konzessionen umgegangen wird, ich sage mal für Linienschifffahrt, wie bei Bussen oder bei Zügen. Das sind Situationen, wo wir mit Wasserverbindungen, im Regelfall Fährgastschiffen, exemplarisch, das Beispiel ist Hiddensee, sicherstellen, dass eine Insel, dass eine Region ganzjährig erreichbar ist. Da haben wir bisher eine relativ gleiche und sehr bürokratische Regelung, weil sie viele Sachverhalte umfasst. Jetzt gibt es zwei Stoßrichtungen, die uns umtreiben. Erstens, da, wo wir die Schiffe täglich, und zwar winters wie sommers, und zwar egal, ob es sich rechnet oder nicht, ob Urlauber da sind oder nicht, brauchen, wo wir also jemanden in Anführungszeichen zwingen, wenn er denn eine Konzession beantragt, dann muss er auch ständig fahren. Da müssen wir umgekehrt auch Konkurrenzschutz sicherstellen, um zu vermeiden, dass sich in den Zeiten, wo es sich lohnt, ganz viele mitfahren und sozusagen vom Sommer nicht viel Gewinn übrig bleibt für den, der fahren muss. Er bleibt aber im Zweifel als Einziger im Winter übrig, weil alle anderen sagen, in der Zeit lohnt es sich ja nicht. Das ist also die Konzentration auf einige wenige Strecken, wo ich diese Bindung benötige und umgekehrt damit eine deutliche Reduzierung von bürokratischem Aufwand für die Strecken, wo es eben nicht zwingend darauf ankommt, wo es nicht zwingend für die Bevölkerung alleine diese Verbindung wie eine ÖPNV-Verbindung, wie eine Busverbindung dienlich ist und wo Konkurrenz zwischen Seebrücken beispielsweise kein Problem ist. Und der dritte große Baustein, den wir ebenfalls, weil wir das Gesetz wegen der Schiffsabfälle anfassen müssen, mit angehen, auch der bewegt uns seit Längerem, ist die Frage, wie wir mit Genehmigungen, ich sage mal in Anführungszeichen, von Hafenanlagen umgehen. Große Hafenanlagen werden durch die Landesbehörden genehmigt bzw. Plan festgestellt. Das bleibt auch, wie es ist. Aber für kleinere Hafenanlagen, für kleinere Häfen sind zurzeit die Kreise, die Landräte und Landräte und die beiden Oberbürgermeister zuständig. Und jetzt sehr überspitzt, nageln Sie mich da bitte nicht im Detail fest, ganz so extrem ist es dann doch nicht, aber derzeit ist quasi jeder Schiffssteg auf Ebene der Kreisbehörden notwendig, eine hafenähnliche Genehmigung zu benötigen. Wir würden da gerne ein bisschen runterzonen und sagen, die Hafenanlagen sind die, die wir typischerweise als gewerbliche Häfen verstehen, mit größeren Umschlägen von Personen oder Gütern. Und diese Kleinanlagen, die werden natürlich damit nicht genehmigungsfrei. Die brauchen im Zweifel eine Baugenehmigung. Die mögen auch eine wasserhaushaltsrechtliche Genehmigung brauchen, vielleicht auch eine naturschutzrechtliche. Aber diese sehr viel komplexere Verfahrensregelung, die man eigentlich mit dem Rostocker Hafen verbindet, mit den großen Häfen unseres Landes, die auch auf sehr kleine Anlagen anzuwenden, da wollen wir gern ein Stück runterzonen und ein bisschen mehr in die normalen Genehmigungen hineintun und die in Anführungszeichen echten Hafengenehmigungen begrenzen auf die größeren Hafenprojekte, die auch der Otto-Normalverbraucher als Hafen im Sinne von gewerblich oder mit stetigem Personenverkehr verbunden führt. Das sind die drei großen Bausteine, die finden Sie auch entsprechend sortiert in den Tatbeständen wieder. Für Detailnachfragen stehe ich gern bereit, aber ich glaube, dass es sinnvoller wäre, genau das im Ausschuss zu tun. Ich wollte Ihnen nur mit auf die Reise geben, was sich in diesem Gesetzespaket an drei Bausteinen befindet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche viel Erfolg bei den Beratungen in den Ausschüssen.